Heute mal ein nicht so erfreuliches Video, die bittere Realität der Altersarmut, ihr habt es schon im Titel gesehen und heute mal eine kleine Geschichte, ist tatsächlich diese Woche passiert, was meinen Mitarbeiter sehr berührt hat, mich eben auch und da sieht man mal, dass das Thema Rentenarmut, Altersarmut tatsächlich nichts ist, wo man sagt, okay, das könnte in 10 Jahren da sein, das könnte in 20 Jahren da sein, sondern es ist etwas, was wirklich in der Realität da ist und ich denke, die Dunkelziffer von Leuten, die irgendwie in der Rente sind, vielleicht sogar allein sind, die ist wirklich sehr, sehr hoch, weil ich sage mal, das irgendwie anzusprechen oder sich Hilfe zu holen, ist dann auch natürlich immer ein Schritt, wo man sich selbst dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, es ist halt einfach, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Rentner in der Altersarmut drin und ich müsste mir jetzt irgendwo Hilfe holen, dann ist man vielleicht auch zu stolz und sagt sich, weißt du was, dann hungere ich mal. Und die Geschichte, was wir diese Woche eben erlebt haben, wir haben ja super viele Anfragen, die sich hier über die YouTube-Videos melden, die halt Interesse haben an einer Zusammenarbeit und ja, die erstmal dann sich natürlich melden für ein kostenloses Strategiegespräch. Und ja, dafür habe ich auch einen Mitarbeiter, der diese Vorgespräche quasi macht, der dann eben schaut, hey, macht es Sinn, dass man da einen Termin überkommt, um da wirklich 1,5 bis 2 Stunden von mir da in die kostenlose Beratung erstmal reinzugehen. Und da hatten wir halt gestern den Fall, dass sich eine Frau gemeldet hat bei uns und wird natürlich hier alles anonym behandelt. Ganz klar, wir werden hier nichts zeigen und sowas, sondern einfach nur ganz anonym über diesen Fall sprechen. Und dann hat sie meinen Mitarbeiter angerufen, mit ihr gesprochen und dann hat sie gesagt, ja, das war halt mehr oder weniger ein Versehen, dass sie sich gemeldet hat und hat dann ganz, ganz schnell eben auch angefangen zu weinen. War halt eine ältere Frau, die in Rente ist und hat dann halt, ja, mein Mitarbeiter so ein bisschen das Herz ausgeschüttet, hat wirklich gesagt, hey, das ist wirklich Aktien ganz weit entfernt, ich habe kein Geld, um in Aktien zu investieren und ich bin halt gerade in einer Situation, erzählte sie, dass sie halt ja in einer schwierigen finanziellen Lage ist. Ja, sie ist halt, sie muss noch arbeiten, obwohl sie eigentlich in Rente ist. Sie ist mehr oder weniger auch auf sich allein gestützt, macht super viel, geht einkaufen für andere Leute, aber schafft es einfach finanziell nicht. Musste schon, ich glaube, 2 von ihren Katzen abgeben, weil sie es halt finanziell mit dem Futter und so nicht hinbekommen hat. Und ja, hat dann vermutlich, weil sie einfach wenig Menschen hat, mit denen sie reden kann, ja, einfach die Chance genutzt, dass sie mal jemand gehabt hat. Ja, mein Mitarbeiter hat dann, glaube ich, eine Viertelstunde auch mit ihr telefoniert und kam dann halt hier auch in mein Büro rein, meinte so, ja, ich bin da gerade ein bisschen geschockt, ja, super traurige Situation, hat mir das dann erzählt und ja, dann habe ich das erstmal sacken lassen und ja, mich hat es jetzt tatsächlich nicht wirklich verwundert, dass es solche Fälle gibt. Ich sage sowas ja immer und deswegen mache ich auch dieses Video, um euch einfach mal zu zeigen, es ist heutzutage die bittere Realität, dass heute schon Rentner ja um ihr Leben oder um ihre Finanzen kämpfen, ja, und um wirklich strugglen. Ja, und oftmals auch nicht darüber reden, weil es ihnen sehr unangenehm ist. Und viele Leute sehen meine Videos auf Instagram, auf YouTube, wo ich darauf hinweise, mach was für dein Alter. Ja, und die haben im Hinterkopf manchmal so diesen Gedanken, ah ja, das ist ja alles Marketing und Panikmache mit der Rente. Aber an solchen Fällen sieht man, wie ernst es ist. Ja, wie ernst es ist und das ist auch mein tiefes Warum, ja, dass dir so etwas, dass du vorsorgst, dass dir sowas nicht passiert. Weil es ist absolut, glaube ich, da wenn man einmal in einer finanziellen Situation ist, dann kommt man aus diesem Teufelskreis nicht mehr raus. Ja, und dann bin ich gestern Abend nach Hause gefahren, habe mir gedacht, ich kenne diese Frau nicht, aber wie könnte ich da vielleicht irgendwie helfen? Ja, weil ja, grundsätzlich habe ich eine Reichweite, habe ich mir gedacht, aber ich habe auch die Möglichkeit, da finanziell natürlich Unterstützung zu geben, aber ich finde es halt immer so ein bisschen unpersönlich, wenn man einfach nur irgendwie, ja, keine Ahnung, 200 Euro schickt oder so und sagt, hier hast du ein bisschen Geld, sondern ich möchte mich halt dann in so einer Situation mir auch mal die Zeit nehmen, mir das auch mal anhören, ne? Wie ist die Situation wirklich, warum ist es so? Nein, ich werde jetzt kein Interview, ja, mit dieser Person machen, um Gottes Willen, sondern ich habe mir halt überlegt, okay, mir würde es einfach eine Freude machen, wenn ich helfen kann und habe ihr dann erstmal geschrieben auf WhatsApp, ich kann auch gerne mal hier anonymisiert einfach mal zeigen, was wir hier geschrieben haben, ne? Natürlich komplett anonym eingeblendet. Und mir war klar, dass wenn ich natürlich frage, hey, wie können wir dich unterstützen, dass dann ja, potenziell eher sie dann halt sagt, nee, gar nicht. Ne? Weil es ist natürlich so, wenn man in einer schlimmen Situation ist, dann ist es, ja, braucht es halt Mut, auch anderen Leuten zu fragen. Das ist halt auch unangenehm, was ich auch absolut verstehen kann. Ja, unangenehm zu fragen, hey, mir geht es finanziell nicht gut, könnt ihr da irgendwas machen? Das ist halt sehr unangenehm, was ich verstehe. Deswegen bin ich zuvor gekommen, habe sie halt heute Morgen angerufen, um einfach mal zu sagen, also um sie einfach erstmal, ne, mir das mal anzuhören, ne, wer sie so ist. Ja, sie wohnt auch bei mir in der Nähe tatsächlich, so wie der Zufall will. Ja, ich habe ja super viele Leute, die sind ganz weit weg von mir, aber sie wohnt wirklich tatsächlich im selben Dorf wie ich. Und ja, dann habe ich mit ihr gesprochen, die hat auch direkt wieder, also wirklich nach einer halben Minute direkt ist sie in Tränen ausgebrochen, hat mir ihre Situation erklärt. Und dann habe ich sie halt gefragt, hey, gibt es denn irgendwas, wo ich unterstützen kann?
Ja, und dann hat sie halt, wie gesagt, geweint, ne, und hat gesagt, ja, dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn ich irgendwie mal helfe bei Einkäufen oder sowas, da einfach mal da auch finanzielle Unterstützung gebe, um mal vielleicht einkaufen zu gehen. Weil was mein Mitarbeiter auch berührt hatte, dass sie gesagt hat, ja, oftmals hat sie Ende des Monats einfach Probleme, sich noch Essen zu kaufen und sowas. Und das ist halt sehr schwierig. Also, dass man auf der einen Seite als Rentner irgendwie vielleicht nicht mehr den einen oder anderen Urlaub machen kann, weil es finanziell nicht möglich ist, ist ja schon schade genug. Aber dass man dann halt irgendwie hungern muss oder ja, seine Haustiere abschaffen muss, das geht überhaupt nicht. Ich habe ihr gesagt, hey, ich kann dich da unterstützen. Meinte sie, nee, das werde ich auf keinen Fall annehmen. Dann habe ich gesagt, hey, tu mir einen Gefallen, schick mir deine Adressdaten und ich melde mich bei dir. Weil ne, oftmals ist es so, wenn man Leuten etwas schenken will oder unterstützen will, dass Leute potenziell erstmal sagen, nee, kann ich nicht annehmen, aber ja, es ist auf jeden Fall schön und das sollte auch ein Appell sein, grundsätzlich auch mal an seine Mitmenschen zu denken. Und wenn man helfen kann ja, und noch so klein helfen kann, dann finde ich das halt eine sehr schöne Sache, dass man Leuten, die in einer Situation sind, das können, müssen nicht nur Rentner sein, das können Leute sein aus deinem Umfeld, das können Obdachlose sein, da kann man manchmal halt mit etwas, was einem selber überhaupt nicht schadet, ja, kann man super viel bewirken und vor allem hatte sie mir dann auch nochmal geschrieben, ich auch nochmal einblenden, dass sie so im Schock ist, dass sie es nicht glauben kann. Ja, so nach dem Motto, dass sie da halt oftmals von Menschen enttäuscht ist oder geworden. So, sie wurde halt oft enttäuscht, glaube ich, von Menschen und sie ist halt sehr verwundert. Und heute Abend fahre ich zu ihr nach Hause. Wie gesagt, ich werde das nicht filmen, nichts. Ja, ich habe mir auch lange überlegt, ob ich das überhaupt so kommunizieren möchte. Aber werde danach, nachdem ich bei ihr war, werde ich dann nochmal hier etwas kurz nochmal erzählen. Aber der Grund dieses Videos ist ganz klar, dass ich einfach mal klar aufzeigen will, dass Altersarmut real ist, jetzt schon real ist. Und dass du, wenn du die Möglichkeit hast, nicht ignorant bist und denkst, bei mir läuft eh, ich lebe mein Leben, sondern du musst dir klar machen, wir können alle. Und da wäre ich auch froh, wenn mir jemand helfen würde. Aber was noch viel besser ist, dass du sowas nimmst als ja, Motivation, dass du halt vorsorgst, dass dir halt sowas nicht passiert. Und was ich jetzt gemacht habe, hier im Supermarkt, wo es auch direkt gegenüber von mir, wo sie immer einkaufen geht, habe ich jetzt hier Guthaben geholt für 450 Euro, sodass sie halt da mal aus ihrem finanziellen Kreislauf eben rauskommt. Ne? Weil sie ist auch dann immer wieder ins Minus gegangen und somit hat sie da auf jeden Fall mal die Möglichkeit, ich sag mal, vielleicht wieder einen kleinen Schwung zu kriegen, da mal wieder einen Puffer zu kriegen, da mal einen Monat oder vielleicht sogar anderthalb Monate von einzukaufen, sich ein bisschen Geld auf Seite legen zu können, dass sie da ein bisschen wieder durchatmen kann. Mir ist das wirklich eine Freude. Ich finde das auch einfach mega cool, dass ich sowas zum Beispiel auch einfach finanziell machen kann, weil ich eben vorsorge, weil ich halt eben auch finanziell Gas gebe und sollte ein Appell sein, dass ihr vorsorgen sollt. Das und natürlich, wenn ihr irgendwo finanziell schon Erfolge habt am Aktienmarkt, beruflich, dass ihr auch halt nicht ja, nur auf euch schaut, sondern natürlich auch immer gerne auf die Mitmenschen. Wie gesagt, ich kenne diese Frau 0% und habe mir gedacht, komm, es ist doch einfach mal cool, auch immer eine Freude zu machen, wo man jetzt nicht, weil im Umfeld, klar, ne, wenn jetzt jemand im Umfeld Probleme hat, da hilft man natürlich auf einem natürlichen, so natürlicher Ebene so. Aber oftmals, wenn es fremde Leute sind, dann denkt man sich halt oft so ganz schnell so, ja, okay, aber kenne ich ja nicht oder wenn man irgendwas hört. Aber genau das ist eigentlich wichtig. Und da ist meine Oma zum Beispiel auch ein riesiges Vorbild für mich. Sie hilft auch so viel ehrenamtlich auf so vielen Ebenen. Das ist halt wirklich mega cool. Sie begleitet manche, macht Trauerbegleitung zum Beispiel ehrenamtlich. Sie hilft Leuten einfach nur aus ihrer eigenen Intention heraus, Leuten zu helfen, ohne irgendwie finanziellen Hintergrund oder sowas, komplett ehrenamtlich. Das finde ich sehr, sehr inspirierend. Das gehört natürlich auch neben diesem ganzen Aktienvorsorgen, Finanzthema dazu, dass sowas wirklich ein schöner Effekt ist, anderen Menschen zu helfen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal, nachdem ich bei der lieben Frau zu Hause war. So, ich melde mich jetzt nochmal. Ich hatte bis gerade noch ein Strategiegespräch. Und bevor ich jetzt gleich losfahre und da jemandem wahrscheinlich eine Riesenfreude machen werde, geht es hier gleich erstmal in den Aktien-Live-Call rein. Ja, ich kann auch gerne mal hier zeigen, wie das aussieht. Ich habe hier schon mal den Zoom-Raum aufgemacht. Ja, hier gleich, also das fängt erst in 10 Minuten an, stellen dann meine Kunden hier die Fragen. Dann werde ich mit ihnen ja meistens so eine Stunde über alles sprechen, was eben sehr, sehr cool ist. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös, gleich so Richtung 21 Uhr. Ja, im Endeffekt zu einer Person zu fahren, die ich überhaupt nicht kenne. Ja, ist schon speziell, habe ich so auch noch nie gemacht. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktion. Ich bin generell so ein Mensch, wenn es irgendwie um Weihnachten geht und man schenkt irgendwas, bin ich immer so derjenige, ich liebe es zu schenken oder zu überraschen vor allem auch. Also das sage ich auch oder mache ich auch super gerne mit meiner Freundin. Wenn ich ihr dann was schenke, mache ich es gerne so Überraschungsmäßiges und das freut mich extrem. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie reagieren wird. Ich denke wahrscheinlich super emotional, weil sie, wie gesagt, auch schon in Tränen ausgebrochen war gegenüber meinem Mitarbeiter und gegenüber mir. Und wie gesagt,
Das ist eine wildfremde Person, die kennt uns nicht. Die ist ganz zufällig ja, auf unsere Sachen gestoßen. Und es war aber auf jeden Fall Schicksal von ihr, weil, wie gesagt, sie wird da auf jeden Fall von mir gute und schöne Unterstützung bekommen. Habe ich echt Bock drauf. Und ja, jetzt geht es gleich nochmal ganz kurz in eine Kaffeepause. Und dann geht es in 10 Minuten auch los mit dem Aktien-Live-Call. Ich freue mich, meine Kunden zu sehen, mit meinen Kunden zu sprechen. Es sind schon einige Fragen da. Ich habe schon ein paar Fragen vorab bekommen. Die kann ich ja auch mal gerne hier vorlesen. Ein Kunde, der hat mir einige Fragen gestellt. Eine Sekunde, bin ich mal gespannt. Es sind 5 Fragen. Hallo Maxim, hoffe, dir geht's gut. Ich hätte ein paar Fragen für den heutigen Live-Call. Erstens, Durchschnittswerte aus Tabelle berechnen. Okay, das ist was Coaching-spezifisches. Zweitens, EPS-Wachstum 5 Jahre. Was, wenn diese negativ ist? Dabei geht es um die Festlegung nach Aktientyp. Genau, dann Umsatzrendite, wo finde ich diese? Oder kann ich dir nur berechnen? Wenn ja, wo am besten? Dann Frage zum KUV und faire Berechnung. Da auch eine Frage zu. Ja, und da werde ich das jetzt ein Kunde, der mir diese Fragen gestellt hat. Das heißt, jeder Kunde hat wirklich auch Zeit genug, mir diese Fragen zu stellen. Freue ich mich jetzt gleich in den Live-Call reinzustarten und wir sehen uns gleich nochmal, wenn ich Feierabend mache und dann auf dem Weg bin, ja, jemand da eine kleine Freude zu machen. So, Live-Call ist jetzt auf jeden Fall zu Ende. Na, wir haben jetzt kurz nach 8 und ja, jetzt geht es auf jeden Fall in die Richtung nach Hause, beziehungsweise da, wo ich halt wohne. Und ja, bin dann eben gespannt, melde mich dann nochmal kurz danach zurück, um nochmal ein kleines Fazit zu ziehen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt euch aus diesem Video einfach motivieren, selbst auch Gas zu geben, wenn ihr finanziell nach vorne kommt, auch eben an andere Menschen zu denken. Weil ich glaube, das ist halt schön. Jeder kann auf seinem Level, glaube ich, anderen Leuten helfen, ohne dass es einem selber irgendwie schadet. Und das kann noch so was Kleines sein. Das kann sein, dass man beim Einkaufen zum Beispiel ein Croissant zusätzlich mitnimmt und dann jemanden, der zum Beispiel vor dem Einkaufsladen sitzt, das einfach gibt. Das ist so, das sind so Kleinigkeiten, das finde ich halt immer cool. Das motiviert einen selbst auch nochmal mehr Geld oder mehr Vermögen aufzubauen, weil man halt einfach weiß, hey, Geld kann eben auch super viel Positives auf dieser Welt bewirken. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen in meiner Garage und wie erwartet, ja, war auf jeden Fall speziell, weil wie gesagt, ja, wir kannten uns überhaupt gar nicht und ja, habe so ungefähr 20 Minuten dort jetzt gerade auch verbracht bei der Frau und habe mir so ein bisschen angehört, warum sie in der Situation ist, wie sie da reingekommen ist. Ja, auch einfach mal zugehört, wie so ja, die ganze Situation ist und ja, habe ihr dann halt gesagt, so hier als kleine Stütze möchte ich sie da einfach unterstützen. Habe ihr dann die Gutscheine zum Einkaufen gegeben, war auch sehr emotional, hat dann auch geweint, war super happy, aber auch perplex. Weil sie meinte auch so, ja, wir kennen uns doch gar nicht. Also was so ist irgendwie, wo ist der Haken, so nach dem Motto. Aber ja, war auf jeden Fall eine coole neue Erfahrung, einfach mal so, ja, einfach mal jemandem zu helfen, wenn man sieht, okay, da ist einfach Hilfe notwendig. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, hat euch irgendwo auch motiviert, dass die Message angekommen ist, dass man vorsorgen sollte, wenn es geht, dass man eben auch vorsorgen sollte, weil es immer Menschen geben wird, die es halt nicht so leicht hatten und immer Menschen geben wird, die vielleicht auch eine kleine Hilfe von euch brauchen. Das hat auch nicht immer was mit dem Thema Geld zu tun, sondern vielleicht auch, dass man Leuten zuhört, dass man einfach die Kapazitäten hat, Leuten da unter die Arme zu greifen. Vor allem Leute im hohen Alter, die alleine vielleicht sind, die sind dann auch sehr, sehr froh, wenn man einfach mal zuhört. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wie man mich kennt, beim Thema Aktien. Und ja, wir sehen uns bis dahin.